Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4 mit dem Verhaber-DLC. Ich habe ja jetzt Gwyneth zur Rede gestellt gehabt in der letzten Folge. Ich weiß allerdings nicht, ob die ob der Ausgang der richtige war. So, was habe ich jetzt eigentlich hier für eine Quest wieder angestellt? Ich dussel. Moment mal. Ach, Waschsaal. Okay. Nee, nee, nee. So, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zum hohen Beichtvater. Erstmal umsehen. Alles klar. Noch sehe ich hier keine Gefahr. Gott, ist das DLC düster. Ich gewöhne mich immer noch nicht so recht daran. Tja, ich glaube, ich sollte mich auch gleich mal auslocken nach dieser Folge, denn irgendwie scheint dieses Spiel echt einen Knall zu haben gerade. Ihr habt es sicherlich ein bisschen bemerkt, aber das Spiel ist gerade wieder hängen geblieben. So, gleich sind wir da. Hep. Oh nein. Okay, schnell rein hier. Pass auf dich auf, wenn du raus. Mach ich. So, hier war doch irgendwie eine Abkürzung, oder? Ach da. Wieder ein wenig zu weit gelaufen. Ach so, zu ihm muss ich. Finde Gwyneth und mach ihrer Ketzerei ein Ende. Das ist deine Aufgabe. Schwester Gwyneth kommt zurück. Sie will Buße für ihre Taten tun. Hast sie zur Vernunft gebracht, ne? Hatte sie schon abgeschrieben. Ich kann nicht versprechen, dass der hohe Beichtvater sie nicht sofort tötet. Dennoch, eine Geschichte von Sünde und Vergeltung ist ein gutes Beispiel. Du hast gute Arbeit geleistet und deine Hingabe und, noch wichtiger, deine Loyalität bewiesen. Atum lächelt heute auf dich herab, Schwester. Gibt es auch was für den Job? Sarkastisch, toll. Wo genau lasse ich mir eigentlich meine Atomkröten ausfallen? Der ist gut, der ist richtig gut. Ich habe eine echte Belohnung verdient. Etwas, das mir auch nützt. Gepriesen sei Atom. Gibt es auch was für den Job? Keine Angst. Du wirst für deine Hingabe belohnt werden. Hier, nimm. Das ist nicht nur eine Waffe, sondern eines unserer heiligen Artefakte. Ziehe aus und zeige Atomsfeinden keine Gnade. Atomsurteil plus 100% Strahlungsschaden. Okay, nicht schlecht. Ist aber langsam von der Geschwindigkeit. Aha. Level up. Level up. Okay. Dann schaue ich mal gleich nach.
Mom, schleichen. Strahlung wäre aber auch nicht verkehrt. Ja. Was habe ich denn noch nicht so wirklich ausgebaut? Also strahlungsresistent wäre auch nicht verkehrt. Gut, da mache ich erstmal Schleichen noch einmal. So, erledigt. Abgeschlossen hilft den Großfanatiker. Okay. So, nochmal gucken. Daten, Hexenjagd. Ja, wie gesagt, ich sollte... mich mal erstmal aus dem Spiel auslocken, denn irgendwas stimmt hier anscheinend nicht. Was bist du denn jetzt hier? Hier ist meine Dingsbums. Ach so, wartet mal. So, ich habe ja mein Zahndings hier. Gut, packe ich weg. Ach so, das war doch das hier. Was mache ich denn? Es ist aber langsam. Vielleicht sollte ich das einfach mal ausprobieren. So. Komm mal her hier. Komm her, Longfellow. Hey. Ja, ich nehme dir gern sämtlichen Schnaps ab. Mhm. Aber keine Garantie, dass du ihn wiederbekommst. Hier ist schon alles in Ordnung. Ich will nur deinen Schrott haben. Danke dir. Das könnte noch nützlich sein. Yep. Dogmeat, hast du auch noch Schrott? Ich glaube ja, oder? Oh ja, du hast auch ganz viel Schrott. Danke. So, schnell rein damit. Und dann gehen wir mal zur Wimpop-Fabrik. Alles klar. So. Dann speichere ich einmal. Ab ins Ödland. Die Mutter des Nebels. Faszinierend. Ja. Ich finde das einfach nur schrecklich, Leute. Ihr seid doch alle nicht normal. Nebel ist doch nicht schön. Lass mich rauf.
Eigentlich sollte ich erschleichen, hä? Das sieht hier auch irgendwie immer komisch aus. Was? Dankeschön, mein Großer. Schengels der Mund auf. Achso, den habe ich jetzt gerade gar nicht erkannt, so wie er lag. Ich komme hier nicht durch. Alles klar. So, da vorne ist er. Ist das eine schöne Musik? Ach komm, Doc Meat, lass mich jetzt hier. Entdeckt. So, speichern. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier rein? Oh, shitty. Stimmt, der Supermutanten, ich hab's vergessen. Gut, wieder runter. Boah, ich sehe nichts, ne? Das nervt mich. Achso, am Mutantenhund waren auch noch Kronkrocken. Ha! 18 Stück, immerhin. Da ist noch einer. Licht aus. Da sein. Komm schon. Was hab ich denn? Okay, genug verstechlich da draußen riechen können, kleine Schleife. Ja, ja, du wirst mir schon was erzählen hier. Gefunden! Der Nebel soll sie holen. Das ist ein Terminal. Der aber nicht funktioniert. Okay, nicht so schlimm. Oha. Moment. Lebst du? Juhu. Tut mir leid, dass ich deine Mutantenhunde töte, Mister Mutant. Ja, ich habe Schleichen geskillt. Jetzt bin ich schwieriger zu entdecken.
Ja. Kommt man irgendwie von draußen auch da hoch? Na, ich geh mal rein. Lass das. Wohl nichts gewesen. Das Geräusch da. Was das sein? Das ist irgendwo da. Heute kein Kampf. Nö, noch nicht. Das war ein Schuss in den Ofen. Ja. Ich muss hören. Ich glaube, wir haben es. Ach so. Mutiert natürlich. Wo ist denn überhaupt mein Radiumgewehr? Kann ich das nicht einfach mal ausprobieren nochmal? Ich werde auf deine Leiche anstoßen. Ich auch. Komm schon. Eigentlich gar nicht so schlecht, das Ding. Hm? Wow. Nimm eins den Pack, Phantasiens. Oh, ich hänge voll fest, ne? Alter Schwede, was ist denn hier los? Wow. Meine Güte. Das hast du dir einfacher vorgestellt, was? Oh, ich habe jetzt keine Lust, da hochzugehen. Besser wir kriegen es als jemand anderes. Chameleon, mein teures und rechter Arm, du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleißt oder dich nicht bewegst. Ja, sowas hatte ich auch mal eine Zeit lang an, das weiß ich noch. Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte. Was? Wo zum Teufel? Verdammt, entkommen. Nicht schlimm, den kriegen wir noch.
Oh, ist das hier dunkel. Früher oder später, du müssen rauskommen. Aha. Na komm schon. Kleiner Feigling. Was ist das? Gefunden! Guck mal her, mein Süßer. Jetzt bist du oder ich. Und ich werde es nicht. Da. Wie komme ich denn da ran jetzt? Ach so, das ist super. Mal ganz kurz kommen, Longfellow. Bin ganz. Danke dir. Ich habe schon wieder zu viel eingesammelt. Komm schon, zeig dich. Doch, Miet, komm mal her hier. Hey. Ja, ich weiß, du warst Zeitpunkt, hä? Okay. Danke dir, mein Süßer. Aha. Lässt du mein Dogmeat in Ruhe? Die haben ganz viele Lasergewehre. Sollte ich mir vielleicht mal überlegen, auch mal solche zu benutzen. Was ist das hier? Oh nein, auch noch was zu hacken in dem Chaos. Ja. Geht doch. Aha. Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. So. Auf in den Kampf gleich. Ja, ja, töte mal. Ja, da komme ich nicht hin. Stange Zigaretten. Blöder kleiner Mann. Da bist du ja. Das hast du dir einfacher vorgestellt, was? Ach so, man kommt hier einfach rüber. Okay. Ah, ich trage schon wieder zu viel. Ach so, nee, der ist kaputt. Okay. Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte.
stimmen. Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack. Longfellow, ich sag dir. Wie kommt man denn da hoch? Ach, mit dem Aufzug. Oder kommt man von da hoch? Mein Süßer, komm her. Da ist er. Ich kann nur nicht schnell rennen, Leute. Schon wieder nicht. Ach, das bringt doch gar nichts. Stimpack. Wow, ist hier viel zu holen. Regulator? Ja. Aha. So siehst du also aus. Gut. Nehmen wir. Rüstungswerkbank herstellen. Ballistisches Gewebe habe ich halt nicht. So, war's das denn jetzt hier? Ja. Jetzt kann ich ja Licht machen, jetzt sind wir ja alleine. Dann sehe ich auch was. Gut, dann sehe ich mich jetzt noch ein bisschen um. Ach, hier ist ja noch ein Terminal. Genau. Wim-Misch-Terminal entsperren, Einsteiger. Gut, hat nicht funktioniert. Noch ein Versuch. Cool. Ah. Besichtigungsnotizen 6. Hinweis: Zählen Sie noch einmal alle durch, um sicherzustellen, dass keine Besucher im Braubereich abhandengekommen sind. In diesem Abschnitt befinden sich die Steuerungssysteme, mittels derer die verschiedenen Konzentrate und Sirupe, die unseren Getränken ihre charakteristischen Noten verleihen, über Pumpen hierher befördert werden. Dort unten werden sie mit reinem Quellwasser aus Maine vermischt. Um ein absolut gleichmäßiges Mischungsverhältnis zu erreichen, verwenden wir eine Kombination aus Rühr- und Luftversetzungsanlagen weiter zur Abfüllung. Okay, wo bin ich hier?
Wir kamen vor ein paar Wochen auf die Insel und seitdem verspüre ich eine eigenartige Ruhe. Keine Ahnung, ob das dieses komische Wim-Zeug oder der Nebel ist, aber bei den anderen scheint es nicht so zu sein. Wenn überhaupt, sind sie noch gewalttätiger als zuvor. Als vorher. Warum tun wir das? Wir haben heute eine weitere Gruppe Harbor-Bewohner erledigt. Ich habe größtenteils nur zugesehen, wie Gran sich durch das Lager geprügelt hat. Keine Ahnung, warum wir das überhaupt noch machen. Auf der Insel gibt es so viele Jagdmöglichkeiten, aber als ich es erwähnte, drohten die anderen, mich zu töten, falls ich so schwach wie einer dieser Menschen werden würde. Gran wollte mir einen verpassen, allerdings ist er so langsam, dass ich ihm ausweichen konnte. Ich verschwinde von hier. Ich habe einen Plan. Im Büro habe ich das Passwort für den Lagerbereich gefunden. Wenn ich Gran in diesen Kellerabschnitt einsperre, werden die anderen es wahrscheinlich nicht schaffen, das Terminal zu entsperren. Während sie versuchen, ihn rauszuholen, kann ich verschwinden, bevor sie es überhaupt bemerken. Dann versuche ich mir ein ruhiges Plätzchen, an dem ich alleine leben kann. Und wenn Gran da rauskommt, ist er wahrscheinlich so wütend, dass er sie angreift. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Okay, das war ja nicht verkehrt. So, da unten irgendwo war ja ein Fahrstuhl. Mal sehen, wo das hinführt, das Ding. Wisst ihr was? Ich mache hier einen Transfer. Waffen, 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 Waffen. Lasergewehr. Sturmgewehr. Ja, Zen habe ich 1783. Naja. Theoretisch könnte ich sowas ja mal ausprobieren. So, Leute. Come on, wo seid ihr? Hey, bleib stehen. Aufgepasst. Was? Oh Gott, ist ja manchmal unhöflich. Huch, jetzt wäre ich fast runtergefallen. Gut, Schrott. Gib mal her hier. Und Waffen hattest du auch noch. So, Dogmeat, wo bist du? Hab ich den jetzt irgendwo stehen lassen? Wartet mal, ich mach mal schon mal einen Transfer hier mit meinen Savage Beacon. Nee, wartet hier. Nein, wartet. Wo war denn das nochmal? Hier. Da. Longfellows Hütte. Dankeschön. So, wo ist jetzt mein Dogmeat? Verdammt. Ich habe ihn bestimmt in dem Kampf hier aus Versehen zum Stehenbleiben bewegt. Was ist denn hier eigentlich?
ist das? Was? Licht aus. Ach, hier sind noch welche. Fuck. Hey, da bist du ja. Oh Gott, wer liegt denn da? Ach, das ist nur eine Puppe. Ich dich höre. Nee, ein Verkäufer. Wohl nichts gewesen. Das Geräusch da. Was das sein? Ich lass gar nichts sein. Da. Du schlage zu wie Dreck. Mann, was drücke ich denn hier immer in Panik? So viel dazu. Und jetzt? Ist er geschmolzen. Okay. Für mich gibt es keinen Müll. Man kann alles verwenden. Ja. Kann man. Was ist hier? Dock Terminal. Und noch ein Versuch. Verdammt. Ja, ach, das war falsch. Okay, noch ein Versuch. Oh, weia, die Zeit ist ja wieder um. Na also. Verbindung zur äußeren Verladedocktür konnte nicht hergestellt werden. Benutzermemo. Wer das liest, sollte die Türen lieber nicht öffnen. Ich habe Grun dort eingesperrt und wenn er rauskommt, dürfte er nicht sonderlich erfreut sein. Oh mein Gott. Leute, ich höre mit dieser Folge jetzt auf und in der nächsten geht es genau hier an dieser Stelle weiter. Ich danke euch fürs Zusehen und für eure Kommentare und Likes. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.